Whistleblowing und investigativer Journalismus sind ein wichtiger Teil einer Demokratie. Das sehen auch die Reporter ohne Grenzen so. Wir begrüßen Christian hier via Livestream. Ganz kurz noch auf Englisch. Next up is Christian Mier, the CEO of Reporters Without Borders. And we just announced that we have over 1,000 people here and in the Livestream. And we thank you all. Liebe Freundinnen und Freunde, schön, zumindest virtuell, heute bei euch zu sein. Und vor allen Dingen danke an das Free Assange Committee Germany und die Anstifter aus Stuttgart, dass ihr diese Kundgebung heute organisiert. Und vor allen Dingen ganz herzlichen Glückwunsch an Julian Assange für den Stuttgarter Friedensnobelpreis. Für Reporter ohne Grenzen war sofort klar, dass wir das heute hier unterstützen, diese Kundgebung, denn heute in einem Monat steht in London die Entscheidung über die Auslieferung von Julian Assange an. Und für RSF, für Reporter ohne Grenzen, als weltweit arbeitende Menschenrechtsorganisation zur Verteidigung der Pressefreiheit, ist der Fall Julian Assange einer der wichtigsten Fälle. Ich war vorvergangene Woche in der Türkei, um dort unter anderem den Mordprozess gegen die mutmaßlichen Mörder des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi zu beobachten. Ich habe in der Türkei und in anderen Ländern in den vergangenen Jahren viele offenkundige Schauprozesse beobachtet. Und in der Türkei zuletzt sehr viel. Das ist ein Land, muss man wissen, das auf unserer Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 154 von 180 Plätzen steht. Und ein Land, das in den vergangenen Jahren eine regelrechte Hexenjagd auf unabhängige Journalistinnen und Journalisten veranstaltet hat. Doch selbst bei allen größten Willkürprozessen in der Türkei war es gang und gäbe, dass Reporter ohne Grenzen auch unter Corona-Bedingungen im Übrigen, wie vor zwei Wochen, als internationale NGO-Prozessbeobachter garantierten Zugang von den türkischen Justizbehörden bekommt. Anders beim Auslieferungsverfahren gegen den WikiLeaks-Gründer und Herausgeber Julian Assange in Großbritannien, das auf der Reporter ohne Grenzen-Rangliste der Pressefreiheit immerhin auf Platz 35 steht. Das vierwöchige Auslieferungsverfahren in London hat Reporter ohne Grenzen im September als einzige NGO die ganzen Tage, die ganzen vier Wochen kontinuierlich beobachtet. Verhandelt wurde darüber, ob Julian Assange von Großbritannien an die USA ausgeliefert werden soll, wo ihm, wie wir schon gehört haben, bis zu 175 Jahre Haft drohen. Ich war jeweils am Anfang und am Ende mehrere Tage im Gericht. Meine britische Kollegin war an eigentlich allen Beitagen dort. Die britischen Behörden haben, und das ist wirklich empörend, versucht uns, wie schon bei der ersten mündlichen Verhandlung im Februar, die Beobachtung so schwer wie möglich zu machen. Obwohl wir uns seit Februar, also noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie, darum bemüht haben, einen Sitzplatz zugesagt zu bekommen, so wie wir das zum Beispiel aus der Türkei können, wurde uns diese explizit von den britischen Justizbehörden verwehrt. Ein einmal gewährter Videoübertragungslink wurde uns und anderen NGOs am ersten Tag wieder entzogen. Wir mussten uns jeden Tag aufs Neue um einen der nur sechs Sitzplätze für Beobachter bemühen, von denen jeden Tag zwei bis zum Mittag freigehalten wurden für ominöse VIPs, die am Ende nie aufgetaucht sind. Großbritannien, und das ist, glaube ich, hier einmal wichtig klarzustellen, verletzt damit auf eklatante Weise seine menschenrechtlichen und rechtsstaatlichen Verpflichtungen, denen zufolge eine öffentliche Beobachtung von Verfahren sichergestellt werden. Die mündliche Beweisaufnahme war beendet und nun haben die Anwälte von Assange und die USA ihre schriftlichen Abschlussplädoyers eingereicht und das Gericht muss nun entscheiden über die Auslieferung. Man muss sagen, dass auch diese Abschlussplädoyers wieder nur schriftlich eingereicht wurden, ist einmal mehr eine Verletzung dieses rechtsstaatlichen Prinzips auf Öffentlichkeit in Verfahren. Immerhin muss man sagen, verkündet das Gericht am 4. Januar seine Entscheidung über die Auslieferung wieder mündlich.
Und Reporter ohne Grenzen wird ganz sicher wieder vor Ort im Gerichtssaal sein. Ob ich das aufgrund der Corona-Reisebeschränkungen selber machen kann, weiß ich nicht. Aber meine Kolleginnen und Kollegen, die in London sind, werden ganz sicher wieder vor Ort sein und das Verfahren beobachten und ganz genau hinschauen. Ich selbst war schockiert über all das, was wir in Julian Assange Auslieferungsverfahren erlebt haben und erfahren haben. Vor allen Dingen, das hat ja Stella vorhin auch nochmal gesagt, dass es offenbar Überlegungen gab, Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft zu ermorden. Und für mich und für uns bei Reporter ohne Grenzen ist klar, dass Julian Assange wegen seiner Beiträge zu journalistischer Berichterstattung angeklagt wurde und dass das Verfahren gegen ihn rein politisch motiviert ist. Wir fordern deshalb unverändert, dass die Anklage fallen gelassen und Julian Assange unverzüglich freigelassen wird. Er darf nicht an die USA ausgeliefert werden. Doch abgesehen davon, unsere Forderung nach Freilassung und Fallenlassen aller Vorwürfe ist mittlerweile nicht nur eine politische oder eine juristische. Sie ist, das muss man leider traurigerweise sagen, mittlerweile eine Frage von Leben und Tod, ja, eine humanitäre Forderung. Denn Julian Assanges Gesundheitszustand ist besorgniserregend, ja, lebensbedrohlich. Hinzu kommt, dass es im Gefängnis Belmarsh einen Corona-Ausbruch gibt, sodass er zusätzlich dem akuten Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus ausgesetzt ist. Das Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange ist vielleicht kein Schauprozess, auch weil es weitere britische Rechtsinstanzen gibt, vor denen eine Entscheidung standhalten muss. Aber das Verfahren ist im Kern ein ganz politisches Verfahren. Die juristische Auseinandersetzung dreht sich um die Frage, ob Assange Verbrechen begangen hat, so argumentieren die USA, oder ob die von ihm und WikiLeaks mit etablierten großen Medien wie hier in Deutschland, dem Spiegel, der New York Times, dem Guardian, Le Monde und El País veröffentlichten Informationen über Kriegsverbrechen der USA relevant für die Öffentlichkeit waren, so sehen das die Anwälte von Julian Assange und so sehen das auch wir bei Reporter ohne Grenzen. Letztlich verhandelt das Gericht deshalb die Frage, welche Informationen Journalistinnen und Journalisten in Zukunft noch veröffentlichen können, ohne sich vor einer Anklage in den USA fürchten zu müssen. Schon jetzt ist die US-Anklage auf Grundlage des US-Espionage-Acts eine politische Verfolgung. Eine Auslieferung an die USA wäre deshalb ein ganz gefährlicher Präzedenzfall für die Pressefreiheit weltweit. Und deswegen steht Reporter ohne Grenzen kompromisslos an der Seite von Julian Assange und von WikiLeaks. Wichtig ist aber, der Kampf gegen die Auslieferung von Julian Assange und für die Freiheit von Julian Assange geht auch nach dem 4. Januar weiter. Denn egal, wie das Gericht am 4. Januar entscheiden wird, beide Seiten, sowohl die USA als auch Julian Assanges Verteidigungsteam, haben angekündigt, gegen die jeweilige Entscheidung Berufung einlegen zu wollen. Außerdem muss die britische Innenministerin bis zum 3. März politisch entscheiden, ob sie dem Gericht folgt oder nicht. Denn Auslieferungsentscheidungen sind in Großbritannien, wie im Übrigen auch in Deutschland, letztlich immer eine politische Entscheidung. Im britischen Rechtssystem, das sich sehr von dem deutschen bzw. dem kontinentaleuropäischen System unterscheidet, gibt es danach zwei weitere Gerichtsinstanzen, vor denen über die Auslieferung verhandelt werden wird. Und danach gibt es als allerletzte Instanz immer noch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, da Großbritannien weiterhin Mitglied des Europarats ist, der oft verwechselt wird mit der Europäischen Union, aber was ganz anderes. Im schlimmsten Fall kann sich das Verfahren also noch über mehrere Jahre hinziehen. Umso wichtiger ist es, dass wir heute hier gemeinsam virtuell vor den Bildschirmen, und es ist wirklich toll, dass so viele Leute dabei sind, aber auch bei euch in Stuttgart auf der Straße sind, um für Julian Assange Freiheit zu treten. Wir müssen die britische Regierung und auch verbündete Regierung hier in Deutschland deutlich machen. Es ist wirklich unerträglich, dass der WikiLeaks-Gründer und Herausgeber Julian Assange für seine Beiträge zum Journalismus politisch verfolgt wird.
Ihr könnt hier heute ein deutliches Zeichen setzen. Ihr könnt aber auch euch an die britische Regierung wenden, indem ihr bei Reporter ohne Grenzen auf unserer Webseite die Petition an die britische Regierung unterschreibt und die britische Regierung auffordert, das Verfahren einzustellen und ihn, egal wie ein Gericht entscheiden mag, nicht auszuliefern. Wir müssen und dürfen Julian Assange dankbar sein für seine Leistungen und für seine Arbeit. Noch einmal ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Julian Assange. Und ich hoffe sehr, dass du den Preis bei der Gala im Februar oder März, wann immer die stattfinden mag, in Empfang nehmen kannst. Free Julian Assange.